Ja, was denn? Wieso ist die nicht integriert, du Arschbacke? Ich habe gesagt, integrierte Grafikkarte. Und zwar 64 MB. Setz dich. Und wenn die Dinger morgen nicht drin sind, dann zieh dich höchstpersönlich durch einen Flachbrettscanner. Verstanden? Verfluchte Scheiße. Ich sah optimale Auflösung. Kommt ihr mir mit einer 030er Lochmaske? Ja, Sachen gibt's manchmal nicht. Okay, tell me. Was? So, ja, es geht nämlich um Folgendes. Ich möchte gerne einen Computer kaufen. Sage mir, wer du bist. Und ich zeige dir deinen Rechner. Ach so, ja, gern. Also ich bin Heinz Schneider. So, jetzt hör mal gut zu, du Scherzkatz. Hör mal gut zu. Du bist hier im Kompo-Shop, ja? Und Computerkauf ist ein verdammt schmerzvoller Vorgang. Wie eine Geburt, ist das klar? Wie eine Geburt, klar. Schön. Ich muss eine Ermittlung machen. Ach je. Ist was passiert? Eine Typenermittlung, Schneider. Computer gestützt. Und dazu werde ich dein Innerstes nach außen krempeln, verstanden? Ich fürchte ja. Nur keine Panik. Wenn du hier ordentlich mitziehst, ja, dann dann kommst du als Fremder und gehst als Freund. Würde ich lieb von Ihnen. Ich meine, was soll ich dir hier einen komfortablen TFT-Flachmonitor andrehen, wenn du nachher grafiklastige Programme laufen lässt? Eben, ja. Dann nimmst du da besser gleich eine herkömmliche Röhre. Oder, Schneider? Wahrscheinlich, ja. Na also. So, was hast du denn vor? Ich im Moment nichts Besonderes. Mit dem Rechner, du Scherzkeks. Bist Einsteiger, stimmt's? Ja, was heißt Einsteiger? Ich bin halt noch nicht so... Ja, was denn jetzt? Kannst du Office-Anwendungen? PowerPoint, Word, Excel? Hexel? Und CDs? Was läuft? Wie jetzt CDs? Was? Ja, willst du brennen? Ich brenne, also... Ja, hast du noch nie einen Rohling gesehen? Doch einige. Na bitte. Wie sieht's denn online aus? Mailen, chatten, shoppen? Also ehrlich gesagt, wir hatten so eine alte Typenrad-Schreibmaschine, aber da... Da hat sich das Farbband verheddert. Oh, Farbband verheddert. Hat sich so ein bisschen verheddert? Ist gut, Schneider, ist gut. Ist gut, Schneider, ist gut. Ja. Und? Hast du den Markt sondiert? Den Markt, ja, es geht so. Ich hab gesehen, die hatten bei Chibo neulich sehr preisig. Du machst keine Scheiße mit mir, Schneider! Okay. 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 Okay, okay, okay. Na los, tell me. Was hast du denn für Vorlieben? Spezielle Spielchen? Spezielle Spielchen? Naja. Hast du eine Konsole zu Hause? Eine Konsole? Ja, eine Konsole. Sega, Sony, Nintendo. Nee, wir haben Einbauschränke. Aber ich kenne die Marken nicht. Also. Komm, Schneider, komm. Mir kannst du es doch sagen. Suchst du die schnelle Nummer oder bist du ausdauernd? Na, wie lang kannst du? Über Stunden, bis dir die Augen glühen? Na komm! Was liebst du denn für Spielchen?
Moorhuhn, Black and White, Siedler. Nicht mehr so Rommi, Mau Mau, kann das glauben. Ey, was soll die Scheiße? Du bist kein Spieler, du bist kein Surfer, was bist denn du für einer? Machst es dir etwa selber? Sag, wo bin ich denn hier? Mensch, ob du ein Bastler bist! Ein Bastler? Gott, ja, ich hab früher mal mit der Laubsäge so ein bisschen so... Mit der Laubsäge? Da gab's so ganz dünne Sperrholz, da haben wir so ein bisschen so... so ein bisschen... Ja, Mensch, ich will wissen, ob du eine Basiskiste suchst! Eine Basiskiste? Ja! 700 Megahertz, aus der du durch Übertaktung alles selber rausholst. Ich? Sie wollten mir noch was raussuchen. Sag mal, hast du überhaupt einen Zugang? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ihn noch nicht so ganz gefunden. Zum Netz, du Scherzkeks. Ach so, zum Netz, doch, das schon, ja. Na ja, na also. Strom wäre da. Strom, Mensch! Aber nicht dieser neue Gelbe, ja nicht. Neue Gelbe? Ich rede vom Internet, du Knalltüte. Ja. Los, tell me, machst du Downloads? Die Dinger. Ja, oder besser mal so, ich hatte schon mal in Erwägung gezogen. Wie? Du hast noch nie was runtergeladen? Ich kann Ihnen sagen, ich habe in meinem Leben schon so viel runterladen müssen. Also. Aha, also Multimedia-Freak, ja? Ja, also Freak, also... Ja und, welche Medien, Foto, Video, MP3? Nimm mir so Super 8, Ritsch, Ratsch, Klick. Oh. Reicht's mir aber, du Flitzpiepe, du. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ja. Gib jetzt deine Basics ein. Entschuldigung, ja. Super 8, Ritsch, Ratsch, Klick. Tut mir echt leid. Das gibt's ja nicht. Er hat tatsächlich was gefunden. Wirklich? Na los, tell me. Entschuldigung. Er empfiehlt dir ein Sondermodell. Ah ja, wirklich? Mhm. Das macht dreidimensionale Laubsägearbeiten. Mhm. Und kann so ja alte Farbbänder aufwickeln. Tatsächlich? Mhm. Und kostet nur 12,99. Oh, das ist ja super. Ja, habe ich aber nicht vorrätig. Ich musste selber abholen. Ja gut, und wo? Wo? Bei Tchibo, du Flitzpiepe. Herr Wachmeister, meine Frau. Meine Frau. Meine Frau. Ach, Ihre auch? So, was ist mit Ihrer Frau? Was soll mit der sein? Das weiß ich doch nicht. Weshalb sind Sie denn hier? Das freue ich mich langsam auch. Also, Wiedersehen. Bitte. Nee, meine Frau. Meine Frau. Meine Frau? Hören Sie mal mit Ihrer Frau auf. Meine Frau, die ist verschwunden. Verschwunden? Wollen wir gleich mal festhalten. Wie alt war sie? War? Machen Sie mir keine falsche Hoffnung. Entschuldigung. Verzeihung, meine, natürlich, wie alt ist sie denn? Ist sie? Ist sie? Am liebsten ist sie Rotkohl. Also, wie alt? Also, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Irgendwo so zwischen 35 und 57. Also, sie wissen ja selbst, die Frauen mit ihrer Altersangabe schummeln, nicht? Also, Größe, oh, da bringen Sie mich echt in Verlegenheit, weil das ist ja abhängig von den Absätzen, die sie trägt. So, nicht? Also, manchmal geht es mir bis hier, ja, und manchmal bis hier. Ja, Farbe weiß. Wieso? Ja, meine Familie bestand darauf. Es ist keine Rassendiskriminierung irgendwelcher Art. Haarfarbe. Hier oben jetzt. Ja. Also mit den Haaren hat sie es eigentlich in letzter Zeit ein bisschen ausgehaart. Ja, ach. Ja, ja, ja. Nur seitdem Perücken so billig sind, trägt sie es mal so, schreiben sie einfach gemischt. Gemischt? Gemischte Haare, ja. Mhm. Augen? Ja, zwei. Das weiß ich jetzt aber definitiv, ja? Eins links, eins rechts, ist in der Mitte, wird ganz selten benutzt. Farbe der Augen. Augenfarbe. Na. Oh, da gucke ich ja nur ganz selten hin. Warten Sie mal, schreiben Sie mal blau. Nee, oder schreiben Sie doch lieber grün, ja? Oder können wir uns einigen auf rot so? Rot mit so einem kleinen grün-blauen Stich.
Stich. Ins Violette, ja. Was? Wieso? Bekleidet. Oh, das will ich hoffen, Sie. Womit? Mit Stoff. Was sie anhatte. Ach so, die trägt immer so, die trägt, die trägt so, so Dings, wissen Sie, so. Oder schreiben Sie einfach Frauenkleidung. Ach, oh ja, natürlich. Frauenkleidung. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wo sie hingegangen sein könnte? Das interessiert mich nur für mich nicht. Also, ah, doch, doch, die wollte den Hund ausführen. Hund? Welche Rasse? Das war ein schwarz-weißer Cocker Spaniel, Gewicht 12 Pfund, Größe 51,6 cm.
Wir alle wissen, unter häufig wechselnden Innenministern war die deutsche Politik immer wieder bemüht, die hierzulande lebenden Ausländer nach Kräften zu integrieren. Beispielsweise durch großzügige Rückreiseprämien, ne, ja, oder durch Gewinn einer Brandschutzversicherung im Erlebensfall. Doch dies war nur ein bloßes Stückwerk, denn nun endlich ist der Durchbruch geglückt. Und zwar mit einem Sprachkurs, der helfen soll, dass beide Parteien sich künftig besser verstehen. Hören Sie Lektion 1 des Kurses Deutsch für Türken. Bonjour, wie sehen wir sie hier? Ivet. Guten Morgen. Guten Morgen. Setzen. Tabak. Ja. Wir haben letzte Woche die unregelmäßigen Verben durchgenommen. Und heute wollen wir nun anhand eines einfachen Satzes die grammatischen Strukturen der deutschen Sprache kennenlernen. Zuerst spreche ich den Übungssatz vor und ihr sprecht ihn dann bitte korrekt nach. Achtung, der Satz lautet: Der Türke packt die Koffer. Schön hübsch der Reihe nach. Der Türke packt die Koffer. Die Koffer. Schön. Und jetzt das Ganze in einem Satz. Der Türke packt die Koffer. Na wunderbar. Der Türke packt die Koffer. Dieser Satz, so einfach er klingen mag, bereitet vielen Türken immer noch Schwierigkeiten. Das liegt größtenteils an den vielen unterschiedlichen Fällen. Wir üben deswegen jetzt mal den Westfall, also den Genitiv, und zwar als Passivkonstruktion. Wir üben: Die Koffer des Türken werden gepackt. Bitte? Die Koffer des Türken werden gepackt. Gepackt werden die. Abgeleitet vom Werk packen. Na gut, das müssen wir noch üben. Üben wir jetzt mal die Verwendung des im Deutschen sehr häufigen Hilfsverbs können. Dieses Verb dient dazu, eine besondere Fähigkeit des Subjekts, in unserem Fall also ein Türke, eine besondere Fähigkeit des Objekts auszudrücken. Achtung, wir üben. Der Türke kann die Koffer packen. Bitte? Der Türke kann die Koffer packen. Sehr gut, ja. Und jetzt das Ganze als Plural mit Besitzanzeigen im Fürwort. Bitte nachsprechen. Achtung. Die Türken können ihre Koffer packen. Bitte. Die Türken können ihre Koffer packen. Also. Jetzt fassen wir mal zusammen, was wir heute gelernt haben und bilden dazu einen Satz im Plural mit Verb als Passivkonstruktion im Nominativ. Achtung. Der Satz lautet: Die Türken können ihre Koffer gepackt bekommen. Bitte. Die Türken können ihre Koffer bekommen. Gepackt bekommen. Sonst macht der Satz überhaupt keinen Sinn. Also dieser Satz ist eure Hausaufgabe für nächste Woche. Aufschreiben, auswendig lernen und so lange aufsagen, bis ihr ihn vollständig begriffen habt. So viel für heute war es aus dem Sprachlabor des Innenministers. Ich sage Tschüss und gute Reise.